Mann! Muss ich das alles filmen? Servus Autofreunde! Ich bin Steffen. Willkommen zurück! Ihr Krassen! Was ist mit euch los, Jungs? 500 Abonnenten Special Verlosung! Läuft! So. Ich wollte mich ersetzen, alte Leute müssen sich ja hinsetzen. Das war ja eigentlich der Plan. Puh. Jetzt fahrt die warm. Fatima Wamima. Nee, das ist kalt. Oh, Popo nass und so, ne? Sollt man vielleicht kurz mal hier das dahin machen. Ladies and Gentlemen. Pass mal auf. Ja, heute steht sie an. Die 500 Abonnenten-Verlosung. Ich habe eben schon trainiert, alles Mögliche auf so einen Baumstumpf zu werfen, was witzig war. Aber der Baumstumpf war relativ hart. Blöd. Ja, wie verlosen wir denn 500? Eigentlich seid ihr ja 500 Gewinner. Ich meine, hallo. Interessanterweise waren heute Morgen, als ich raus bin, 631 Abonnenten. Okay. Herzlich willkommen an all die Neuen. Willkommen zurück, all die Alten, darf man jetzt nicht sagen, ne? All die bekannten Abonnenten, die sowieso schon mitmachen. Ja, wir werden auslosen, wie auch immer. Und dann werden wir sehen, wer gewinnt. Mögen die Spiele beginnen. Ja. Es ist soweit. Ninja Star. Bruce ist in the house. Die Liste der möglichen Personen. 46 an der Zahl. An dieser Stelle mal vielen Dank an die, die mitmachen. Brutal, Omat! So, mal kicken, wa? Das Auslosungsgerät. SOG Fast Talk. Damit wird ausgewählt. Das ist quasi die Lottofee. Hoffentlich treffe ich das Messer nicht. 25 Euro Messer, das ist mir wert, ne? Ah, SOG Fast Talk. Mit Lanyard, ich vermute, das hat was mit dem Flug zu tun gleich. Ist auch schon mal geworfen, wie man sieht. Ich hab Angst um das Messer, ehrlich gesagt. Ich werfe auch mal mit der Spitze voraus. Dann haben wir vielleicht eine kleinere Trefferfläche und können besser bestimmen, wer gewonnen hat. Oh Mann, besser überlebe das. Baba, was war das für ein Wurf? Crazy Lover, ich bin der größte Geist. Ah, warum ist das falsch? Achso, ja logisch. Das Vision Board Dreher. Das Ding hat Drehung. Ist übrigens das andere Messer. Es mangelt hier nicht am Messer. Der Messer wird schon reichen. Der war geil. Kann ich schon Replay sehen? Ist geil. So, Freunde der Nacht. Es ist soweit. Mal schauen, wer gewonnen hat. Wer gewinnt. Entschuldigung. Das ist... Ne? Die Liste der Teilnehmer, 46 an der Zahl, was übrigens geiler Scheiß ist, ne? Sekunde, ich muss mal die Sturmhaube hier beiseite machen, weil es schneit. So, ich habe mir überlegt, wir machen Folgendes. Ich schmeiß euch einfach weg. Nee. Erstmal Präparationstisch. Oh, guten Tag, wer sind Sie? Ne?
Ich entzünde jetzt das Feuer zwischen uns hier. Mein Gott. Moment mal. Ich habe ja was als Abonnent bekommen. Nämlich das hier. Ich habe ja die Zeitschrift Survival abonniert. Und da gab es ein Geschenk. Und das Einzige, was ich noch nicht hatte von all den Geschenken, war dieser hier. Ja, der Kiekse, wa? Nee, das ist kein Tamponhalter, ich weiß. Dieser kleine Kamerad ist ein Sturmfeuerzeug. Oder besser gesagt, ein Benzinfeuerzeug. So. Und jetzt fackeln wir die Bude ab. Und wie das im Leben so ist, wer als letztes steht, der hat gewonnen. Und kein Viagra-Kinder. Ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Das wird so wahrscheinlich nicht funktionieren, behaupte ich mal. Ich muss das ein bisschen röhrenförmig machen. Ich sehe nicht, wer da drauf ist. Also jetzt nur mal so. Nicht, dass jetzt hier durchschietet und so. So. Die habe ich einfach der Reihe nach abgetippt. Von oben nach unten, wie sie in den Kommentaren stehen. Jetzt kicken wir mal, wa? Das Riesenfeuerzeug! Das läuft. Feuer in the woods. Feuer in the woods. Okay, super. Könnt das? Das wird. Smoke weed, everybody. Wird super. Stinkt eigentlich nur. Ich beschleunige das ganze Verfahren hier. Oh, ich sehe, da war die Headline. Die Headline ist schon mal verbrannt. Ist warm. So, Leute. Das Ding wird ja heiß. Ich hab noch eine andere Idee. Das brennt in der Tat. Ja, der Supergoal des Verbrennens hat stattgefunden, was den Teilnehmer anbetrifft. Houston, wir haben ein Problem. Die ganze Kacke ist abgefackelt und auf dem kleinen Stück steht leider kein Gewinner drauf. Wir brauchen also eine neue Methode auszulosen. Bleiben Sie dran! So, Freunde. Nachdem nun alle erdenklichen Verfahren zur Ermittlung des Gewinners amtlich auch versagt haben, muss ich es tun. Ich bin euch auch schuldig. Ne? Die Liste der Gewinner hat gerade ein bisschen gelitten. Da stehen wirklich Namen drauf. Ja? 46 an der Zahl. Ich mache jetzt Folgendes. Ich habe es ja angedroht. Ich zerreiße das alles. Fress den Scheiß. Und ich möchte euch natürlich das Erkoten ersparen. Und ich mir auch. Also werde ich das alles jetzt gleich zerreißen. Irgendwie mixen und futtern. Ich habe schon so einen Hunger. Und wer übrig bleibt, der gewinnt. Ah. So, fangen wir mal an. Ich versuche auch die Namen nicht anzugucken. Ich zerreiße jetzt einfach so. Ich sehe hier hinten grob, wo Namen stehen. Ich versuche die möglichst genau aufzuteilen. Keine Ahnung. Die ganzen Schnipsel hier. Das dauert einen Augenblick. Das sind nämlich 46. Da muss ich auch 46 Schnipsel essen.
sein, oder? Soll ich mal gucken? Ja. Die stecke ich mal weg. So, die Headline will ich nicht essen. So, Zettel runtergefallen? Nee. Das ist auch blöd im Schnee, so weiße Zettel. Wir machen jetzt Folgendes. Wir nehmen mal die GoPro aus der Tasche. Was habe ich da noch so drin? Ein Halter. Was habe ich da noch so? Nix. Okay. Alles klar. Das ist die optische Losbox. Da rein. Alles klar. Zettel drin. Okay, gut durchrühren. Ich würde mich ja jetzt auf den Kopf stellen, aber blöd, ne? Da fallen die auch alle raus. Ist einer rausgefallen? So, los geht's, Kinder! Ich könnte jetzt auch einfach einen ziehen, ich bin ablehnt, ne? Nö, wir haben so wild. Mal ernsthaft, da kann keiner essen, oder? Das ist. So, Freunde der Nacht, ich habe mir gedacht, auf Golf zu stehen. Nee, ich muss runtergucken, denn da auf dem Holzchen, da liegen nämlich all die möglichen Gewinner, der Teilnehmer 46 an der Zahl, die jetzt heute hier gewinnen möchten. Und die wollen jetzt mal auslösen hier. Nun geht's los. Ich habe mir gedacht, wir machen natürlich ein amtlich anerkanntes Wahlverfahren und fackeln die einfach ab. Dazu habe ich mein super geiles Feuerzeug mitgebracht. Fup. Ja. Ich habe keine Ahnung, welche Namen da draufstehen. Ich weiß nur, dass das Feuerzeug schon heiß ist. Ja. Ausgewählt wurden alle. Geht ja geil. So. Alle Losverfahren haben versagt. Jetzt machen wir was Richtiges. Was mit Herausforderung. Wer der Gewinner wird, das sehen wir gleich. Hier auf dem Baumstamm liegen alle 46 Gewinner drauf. Also natürlich nicht die ganzen Leute, sondern ich habe das ausgedruckt, habe das eben mühselig mit Namen irgendwie zerrissen, da drauf geschmissen. Das ist natürlich jetzt, genau genommen ist es schon zufällig, aber ihr könnt ja behaupten, ich bin scheiße. Also dachte ich mir, okay, du kannst jetzt nicht einfach einen ziehen, du musst was anderes machen. Und da denke ich mir, es schneit. Wie passend. Ich werde jetzt die Zettel einfach hochwerfen und den ich fange, der gewinnt. Wenn ich keine Schneeflocken fange. So, die sind natürlich jetzt prima aufgeweicht schon auf dem Ding hier, scheiße. Muss ich mir eigentlich bekloppte Auswahlverfahren überlegen. So. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Das muss auf jeden Fall amtlich eingetragen werden. Seid ihr bereit? Ich habe einen. Ja, Schnitt. Ich sammle das übrigens gleich wieder auf, nicht dass ihr denkt. Also ich sammle die Schnipsel gleich wieder auf, nicht dass ihr denkt, ich lasse die im Wald liegen. Und gewonnen hat, das ist gar nicht so einfach. Der Letzte. Achso, ihr wisst schon, was ich meine. Sorry, also der Letzte, der ich habe den nummeriert. 46! Back to the Roots. Mein lieber Back to the Roots, den Namen finde ich übrigens insgesamt cool. Lieber Back to the Roots. Du bist der Gewinner meines 500 Abonnenten Spezials. Jetzt habe ich bestimmt 3, 4, 5 bis 20 Losverfahren hier probiert. Ich bin schon ein paar Minuten hier draußen. Und ja, das schien mir jetzt das Beste. Das ist auch das Einzige, was wirklich funktioniert hat. du bist der Gewinner des 500 Abonnenten Spezials von mir. Und weil ich mich da so drüber freue, Mahlzeit! Schneeball. Ah, war schön besser. Halt noch ein bisschen Maggi drauf. Ich krieg's nicht runter.
Rinde. Ich hab dich ja zum Fressen gern, du! Wir sehen uns! Bis dann! So, wir losen kurz aus. Nur noch ein Zettel übrig bleiben. Ach so, übrigens, ich räume natürlich den Müll weg, ne? Muss man auch dazu sagen. Was war das denn? Das sind Schmerztablette. Ich glaube, es kocht. So. Jetzt wollen wir da mal schauen, wann uns Mutter Natur so kredenzt hat heute. Oder, 3 Sterne. Whatever. Ich muss wohl doch mein Messer nochmal dreckig machen. Jetzt habe ich das gerade so schön gespült. Mit dem benutzten Tempo. Wir sind der Bushcraft, wenn ihn das nicht so ernst. Na komm. Halt. Es ist immer noch nicht warm. Also noch nicht heiß, aber warm ist es zumindest. Jetzt, das schmeckt gar nicht so schlecht.